Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, weshalb es auf der einen Seite Menschen gibt, die ein großes Selbstvertrauen haben, sich stetig neue Ziele setzen und immer erfolgreicher werden? Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sich nichts oder nur wenig zutrauen. Und wenn sie mal anfangen, kommt die erste Schwierigkeit und sie geben gleich auf. Wenn dich das interessiert, gerade wie du zu den ersten Menschen gehören kannst, dann bist du hier richtig zum Thema, wie kannst du dein Selbstvertrauen und deine Selbstwirksamkeit nachhaltig steigern? Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Gründer der X-Group, sondern habe darüber hinaus noch weitere Unternehmen gegründet und viele tausend Menschen begleitet auf ihren Wegen. Und das, was ich festgestellt habe, dass es verschiedene Menschen gibt, die verschiedene Arten und Mengen von Selbstvertrauen haben und Selbstwirksamkeit und dass es enorm wichtig ist, ein hohes Selbstvertrauen zu haben, eine hohe Selbstwirksamkeit zu haben, um tatsächlich nicht nur Ziele zu erreichen, sondern überhaupt damit zu beginnen, diese anzustreben. Damit es leichter wird zu verstehen, habe ich dir mal drei verschiedene Typen von Menschen mitgebracht. Die Kategorie A ist eine Person, die sagt, ein neues Ziel, super, mache ich, ich glaube an mich, ich habe auch schon eine ungefähre Idee, wie ich hier vorgehen kann und das schaffe ich und die ist motiviert und fängt an. Und wenn die auf Schwierigkeiten kommt, dann macht die weiter, ist ausdauernd. Es scheint sogar so zu sein, dass wenn negative Erfahrungen, wenn Risiken oder Rückschläge kommen, diese Person noch Energie draus gewinnt, um noch schneller auf das Ziel zuzustreben. Bei der Person B ist es so, dass sie sich hin und wieder mal was zutraut, aber sich nicht ganz sicher ist, ein bisschen zweifelt, erstmal kleine Brötchen backt, schon mal anfängt, aber auch geneigt ist, wieder aufzuhören und zu zweifeln. Und dann gibt es die andere Seite des anderen Extrems, die Person C. Diese Person sagt, ich kann nichts, ich schaffe nichts. Meine Eltern haben gesagt, ich kann nichts, ich schaffe nichts. Und selbst wenn ich mal Erfolg haben sollte, dann könnte es vielleicht Glück gewesen sein. Und wir schauen uns nun mal an, woran das liegen kann, dass diese Menschen so unterschiedlich agieren und reagieren. Von außen her unterscheiden sich die drei Personen kaum. Sie haben alle zwei Augen, zwei Ohren, eine Nase, Mund, zwei Hände, zwei Füße, zwei Beine. Und die Körpertemperatur liegt irgendwo zwischen 36 bis 37 Grad. Also von außen her können wir kaum herausfinden, woran es liegt. Aber schauen wir nun in das innere Archiv. Das, was die Menschen tatsächlich unterscheidet, was zunächst unsichtbar ist. Hier fließt alles rein, was du erlebt hast und bewertet hast. Sigmund Freud hatte gesagt, dass all deine Erfahrungen, Bewertungen, wie das Wasser in der Dusche an dir ablaufen, unten in der Duschtasse sich sammelt, in den Abfluss geht und dann in dein Unterbewusstsein abgespeichert wird, und zwar alles. Bei der Person A ist es so, dass diese auf eine Vergangenheit zurückblickt von vielleicht Eltern, die gesagt haben, Kind, du schaffst es, Kind, ich glaube an dich, Kind, steh nochmal auf, du wirst laufen können. Die vielleicht auf Eltern, Erzieher und Trainer zurückblicken kann mit Erfahrung, die fördernd war, die konstruktiv waren, die positiv waren, Kind, du schaffst das. Auf der anderen Seite hat die Person A noch ein Kriterium. Wenn mich etwas schief läuft, dann sagt sie in der Regel, nun, ich habe mein Bestes gegeben, aber dass ich hier eine negative Erfahrung gemacht habe, ein Ziel nicht erreicht habe, das lag nicht grundsätzlich an mir, sondern da waren andere Menschen beteiligt, die nicht zugearbeitet haben. Das heißt, im Grunde hat die Person A ein unterbewusstes Archiv, eine Festplatte gespeichert, aufgebaut, die einen starken Überhang an positiven Referenzerfahrungen hat. Und deshalb leitet die von diesem Archiv auf die Zukunft ab und sagt, wenn ich in der Vergangenheit so erfolgreich war, dann wird es in der Zukunft auch sehr wahrscheinlich sein, dass ich so sein werde. Schauen wir jetzt nun die Person B an, beziehungsweise das innere Archiv. Hier sehen wir drei positive Referenzerfahrungen, drei Erfolge, drei Sachen gut gemacht und drei schlechte. Es ist also pari pari, also gleich. Und wenn diese Person mit einer neuen Aufgabe, mit einem neuen Ziel konfrontiert wird, dann sagt sie, auf der einen Seite habe ich was geschafft, könnte ich vielleicht auch schaffen, auf der anderen Seite habe ich ja auch hier Misserfolge, ich könnte es ja auch nicht schaffen, was mache ich nun, ich bin jetzt ein bisschen im Zweifel. Sie hat also zwei gleichberechtigte, von der Menge, von der Quantität her, zwei gleichberechtigte Stapel von Bewertungen, positiv, konstruktiv und negativ ablehnend. Diese Person wird vielleicht anfangen, dann wieder aufhören, wird ständig zweifeln, nicht zu allem Ja sagen und wenn, nicht zu großen Sachen, sondern eher zu kleinen Zielen. Schauen wir uns nun die Person C an, beziehungsweise das innere Archiv. Hier finden wir mengenmäßig sehr, sehr, sehr viele negative Erfahrungswerte, negative Bedeutungsbeimessungen, Misserfolge, Fehler, die die Person gemacht hat. Und Wissenschaftler haben das mal versucht herauszufinden und festgestellt, dass ein 20-jähriger Mensch bis zu 100.000 negative Affirmationen zu sich selbst gehört hat. Kindchen, das schaffst du nicht. Kindchen, sei nicht mehr so laut. Mach nicht schon wieder falsch. Vergiss nicht deine Jacke. Ständig lässt du dein Portemonnaie liegen. Immer hast du die Fehler gemacht. Und.
Und hier ist die Quelle klar, woher diese negativen Affirmationen kommen. Von Menschen in der Regel und am meisten, die es mit uns nur gut meinen. Die lieben Eltern, die uns ständig ermahnen, keine Fehler zu machen. Die guten Lehrer, die all unsere Arbeiten nicht danach bewerten, was wir gut gemacht haben, sondern welche Fehler wir gemacht haben. 26 Fehler. Also wir sind meistens in einem Kontext, in einem Herkunftssystem aufgewachsen von Menschen, die an uns hauptsächlich die Fehler sehen und auch betonen. Und sollte die Person C tatsächlich meinen Erfolg haben, na dann war es ja Zufall oder der Glück oder eine höhere Gewalt, die irgendetwas durchs offene Fenster ins Leben geschickt, das keinesfalls war es die Person selbst. Und wenn du diese drei Personen konfrontierst mit einem großen Ziel, mit einer großen Aufgabe, mit einem Auftrag, vielleicht mit ihrer Berufung, dann ahnst du sicher schon, wie unterschiedlich die drei Menschen reagieren werden, obwohl sie von außen völlig gleich aussehen. A wird sagen, natürlich, das schaffe ich. Ich habe bisher immer nur Erfolge gemacht. In Zukunft werde ich noch erfolgreicher. Das liegt doch klar auf der Hand. Person B wird sagen, oh, das muss ich erst mal prüfen. Da muss ich erst mal schauen. Vielleicht muss ich mich ein bisschen besser vorbereiten. Und hier kommt die negative Nachricht, falls du ein B bist. Der Zustand, dass du ausreichend vorbereitet bist, um eine Aufgabe, ein Ziel zu bewältigen, wird es niemals geben. Ja, und für die Person C ist die Sache ganz klar. Das wird natürlich nichts. Doch Mensch, mit meinen Fähigkeiten, mit meiner Ausbildung, ich bin schließlich ein Ossi, ich bin ein Wessi, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu groß, ich bin zu klein, ich bin ein Ausländer, ich bin ein Deutscher, deshalb kann ich das nicht. Wie du also siehst, sind auf der einen Seite die größten Erfolge und Misserfolge selbst gemacht. Denn ab dem 18. Lebensjahr, wo du voll geschäftsfähig bist, kannst du dich selbst dafür entscheiden, große Ziele zu erreichen, dich selbstständig zu machen, deine Berufung zu finden, die Lebensaufgabe zu finden, zu erreichen. Auf der anderen Seite siehst du aber auch, dass wir alle eine unterschiedliche Last, einen Ballast mitbekommen haben aus der Vergangenheit. Und die einen haben ein konstruktives Elternhaus gehabt und die anderen eher nicht und haben Ballast, den es erstmal gilt abzuwerfen, und ich werde dir zeigen, wie das funktioniert. Bevor ich dir nun die 3-Schritt-Methode zeigen werde, wie du, gerade auch wenn du Person C oder B bist, zu einer Person A werden kannst, werde ich dich mit 2 Regeln konfrontieren, die elementar und wichtig sind, damit du Glauben daran gewinnst, dass das auch für dich funktioniert. Der erste Schritt ist, dass dein Unterbewusstsein, dein inneres Archiv, deine Festplatte, auf der all diese Erfahrungen und Bewertungen abgespeichert sind, quantitativ funktioniert. Das heißt, selbst wenn du eine einzige positive Referenzerfahrung hast und 100.000 negative, dann liegt es an dir, heute die Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich baue in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren nochmal 100.000 positive Referenzerfahrungen auf. Dann hast du nämlich 101.000 positive Referenzerfahrungen und nur noch 100.000 negative Referenzerfahrungen. Das bedeutet also, deine wichtigste Aufgabe ist es, ab sofort dafür Sorge zu tragen, dass du möglichst viele positive und schnellstmöglich Referenzerfahrungen in dein Unterbewusstsein aufnimmst und speicherst und gleichzeitig sicherstellst, dass nicht neue negative dazukommen. Das heißt, du verschließt dein Unterbewusstsein für negative Affirmationen zu dir selbst und öffnest einen großen Trichter und gehst in die Suche, in die Gegenwart, in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft, nach Merkmalen, wo du sagen kannst, hey, dass die Lampe, dass die Pflanze dort so steht und noch existiert, liegt unter anderem daran, dass ich regelmäßig Wasser gegeben habe. Ich bin mit Erfolg reich darin gewesen, dass die Pflanze heute wächst. Das ist ein Teil von mir. Die 2. wichtige Regel ist, dass du das quantitative Verhältnis in deiner Festplatte ändern kannst durch Lernen plus Bewertung. Das heißt, du machst eine Erfahrung und bestimmst gleichzeitig, ob die gut oder schlecht für dich war. Wenn ich zum Beispiel eine Firma gründe, und ich habe einige Firmen gegründet, wo es nicht geklappt hat, die ich wieder abgemeldet habe. Jetzt kann ich mich entscheiden durch diese gemachte Erfahrung, die ich gelernt habe, dass das schlecht war, dass ich eine Niete bin, ein Versager bin, dass meine Eltern und meine Oma alle recht hatten und dass ich am besten jetzt zur Post gehen sollte, Briefe verteilen. Diese Entscheidung kann ich treffen, dann wird es ein fettes, rotes Minus. Ich kann es aber auch so machen wie Thomas Alva Edison, der nachts zu seinem Firmengebäude gerufen worden ist von seinem Geschäftsführer und der gesagt hat, hey Thomas, die gesamte Bude brennt, alle deine Pläne, Patente, alles verbrennt mit, wir haben kein Backup. Gab es damals nämlich noch nicht. Was hat Thomas gemacht? Er hat gelacht. Und alle dachten schon, oh, jetzt müssen wir ihn einliefern. Und dann haben sie eine Frau geholt und gefragt, Thomas, was ist los? Alles verbrennt, deine Ideen, deine Pläne, deine Konzepte, alles verbrennt. Warum lachst du? Und Thomas sagte, ja, liebe Frau, du hast recht, alles verbrennt. Aber auch unsere Fehler.
Und morgen früh können wir alles aufbauen, neu machen und zwar richtig, ohne unsere Fehler. Das heißt, du hast jeden Tag die Chance, nicht nur Erfahrungen zu machen, sondern die auch zu bewerten, dass sie ein Plus wären. Und das ist das zweite große Geheimnis. Neben der Menge an Erfahrungen, die du machst, indem du dich für neue Ziele und Aufgaben bewusst entscheidest, und zwar häufiger als alle anderen um dich herum, die zweite Option ist, dass du die richtige Bewertung draufsetzt, dass du nämlich erkennst, dass in jeder Krise die Chance ist für einen noch größeren Erfolg, dass in jedem Fehler, den du gemacht hast, ein Hinweisschild auf die Lektion versteckt ist, was du lernen musst, um danach es richtig zu machen. Wie sieht das nun in der Praxis aus? Hier habe ich eine ganz kleine 3-Schritt-Methode aufgebaut, die alle Menschen nutzen, die ihr Selbstvertrauen stetig steigern und die Selbstwirksamkeit ständig ausbauen. Und Selbstwirksamkeit bedeutet, den Glauben zu haben, selbst verursachen, tätig sein zu können, um die Schritte und Aufgaben zu erledigen, die erforderlich sind, das Ziel erreicht zu haben. Und damit fängt es schon an, Selbstvertrauen zu haben. Als Kind vielleicht hattest du einen Trainer, der nicht geglaubt hat, gesagt, zu diesem Wettkampf melde ich dich an. Oder dass ein Musiklehrer, der gesagt hat, zu diesem Konzert melde ich dich an. Dann hast du einen Mensch, der hat dir ein Ziel gegeben, eine Strategie gegeben, einen Plan gegeben, vielleicht auch die entsprechenden Kompetenzen vermittelt, mit Kennzahlen, also KPIs vermittelt und Fristen gesetzt. Wenn du das aber jetzt nicht mehr hast, dann liegt es an dir, das selbst mit dir zu machen oder einen Mentor, einen Coach zu suchen, der das mit dir macht. Der erste Schritt ist also, um erfolgreich sein Selbstvertrauen aufbauen zu können, ist, möglichst viele Ziele und Projekte in sein Leben zu holen, damit du daran wachsen kannst. Bei der nächsten Verantwortlichkeit, beim nächsten Projekt, bei der nächsten Aufgabe, bei der nächsten Gründung schrei du also als Erster hier und nicht als Letzter wie B oder C gar nicht. Der zweite Schritt ist, sofort ins Handeln zu kommen. Und das kann manchmal als erster Schritt sein, dass du einen Stift nimmst, einen Zettel und was aufschreibst. Das ist mein Geheimnis, weshalb ich so ein starkes Selbstbewusstsein habe und viele Ziele erreiche, weil ich jeden Gedanken, den ich als wert erachte, ihn umzusetzen, sofort aufschreibe und dort ablege, wo ich mir sicher sein kann, dass er umgesetzt wird. Aber wenn du ins Handeln kommst, dann achte auch darauf, dass du deinen Fokus hältst. Es kann sein, dass du in die Tierwarenabteilung gehst und dir ein paar Scheuklappen suchst, damit deine Augen immer Kurs Richtung Ziel sind. Und dabei wirst du unterschiedliche Emotionen haben und du wirst auch mal vom Weg abweichen. Entscheidend hierbei wird es sein, gerade wenn du Person C bist oder B bist, dass du lernst, mit negativen, mit unguten Emotionen, Gefühlen umzugehen. Denn dein Unterbewusstsein wird erstmal sagen, hey, dieses Ziel, das ich mir jetzt gesetzt habe, habe ich ja noch nie erreicht. Und mein Speicher sagt auch, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich es jemals erreichen werde. Also bekommst du ein schlechtes Gefühl, im schlimmsten Fall eine Depression. Wenn nämlich dein Bild von dir selbst, das Bild von der Zukunft und das Bild von anderen Menschen alles negativ ist, dann bist du in der kognitiven Triade einer Depression. Es kann also hier gerade helfen, als Person C oder B Unterstützung zu suchen, dass du emotional deine Emotionen reframes, also in eine neue Bedeutung, eine neue Qualität bringst. Das nennen wir sublimieren. Das heißt, auf negativen Energien, die uns was abhalten wollen, positive, konstruktive Energien umzuschalten, um Kursziel zu halten. Das ist für dich so lange erforderlich, bis tatsächlich dein inneres Archiv so aussieht wie B oder A. Aber du wirst auch feststellen, dass du einen tollen Plan gemacht hast, aber abgewichen bist. Auch kein Problem. Dann machst du eine Abweichungsanalyse und überlegst die Handlungsmaßnahmen, Schritte, wie du zurückkommst. Oder setzt du ein neues Ziel, veränderst deinen Plan und gehst weiter. Und auch hier kann ein Coach oder ein Berater für dich hilfreich sein, der diesen Weg schon gegangen ist. Dann findest du nämlich schneller die Abweichung raus und du findest noch schneller wirksame Schritte, wieder zurück zum Kursziel zu kommen. Und beim dritten Schritt, und das ist der wichtigste Schritt, dass du dir bewusst dafür Zeit nimmst und dass du es vielleicht erstmals bewusst in deinem Leben tust. Du reflektierst nämlich, dass das Ziel, was du heute erreicht hast, die Aufgaben, die du heute erledigt hast und abgehakt hast, die du gestern aufgeschrieben hast und den Weg, den du heute gegangen bist, dass das was mit dir zu tun hat. Dass du dich entschieden hast, diese Aufgaben, dieses Ziel anzugehen, dass du einen Weg gegangen bist, diese umzusetzen und dass du mit oder hauptsächlich verantwortlich dafür bist, dass du es abgehakt hast. Diese Reflexion ist entscheidend, weil du mich auf der einen Seite dann dich bewusst dafür entscheiden kannst, hey, das habe ich gemacht und ich habe es gut gemacht. Und das speicherst du als neues Plus in dein Archiv. Das nennen wir dann Kausalattribution. Also die Ursache und Wirkungskette zu erkennen und hier zu erlernen,
dass das was mit dir zu tun hat. Dass du ein Mensch bist, der sich Ziele setzen kann, der Wege gehen kann, der Schwierigkeiten überwinden kann, durch Krisen steuern kann und machen kann, dass schriftliche oder Ziele im Kopf Wirklichkeit werden. Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen bedeutet also, dass du lernst durch positive Plusabspeicherung, dass du ein Mensch bist, der aus Ideen, die in der Zukunft liegen, Handlungsmaßnahmen und Aufgaben heute ableiten kann und diese erledigen, abarbeiten kann, bis diese Idee Wirklichkeit geworden ist. Dann hast du ein hohes Selbstvertrauen, dann hast du einen hohen Glauben an dich selbst, eine hohe Selbstwirksamkeit. Es liegt nun an dir, wie viele Minus du hast. Du kannst das mal heute schätzen, was du in deiner Datenbank im unbewussten Archiv hast. Und es liegt auch an dir, abzuschätzen, wie viele Plus du brauchen wirst und vor allen Dingen, in welcher Zeit du sie haben willst. Meine Empfehlung: Setz dir hier auch ein Ziel. Wenn du der Mensch sein willst, der sagst, neues Ziel, neue Aufgabe, gar kein Problem. Ich muss nur mal kurz schätzen, ob ich bereit bin, diesen Preis auch zu bezahlen und wann ich den bezahlen kann. Und wenn ich entscheide, dass ich ihn bezahlen will, werde ich das Ziel auch erreichen. Wenn du so ein Mensch sein willst, dann schreib heute ein Datum auf, wann du diese Persönlichkeit erreicht haben willst. Wann dein inneres Archiv so weit aufgebaut ist, dass es automatisch Ja sagt zu neuen Herausforderungen. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann kannst du dich natürlich auch Gemeinschaften anschließen, die auf einem ähnlichen Weg sind, wo Menschen um dich herum sind, die über ein positives Guthabenkonto im Unterbewusstsein verfügen. Auf der anderen Seite gilt es sich aber vor solchen Menschen dauerhaft oder auf Zeit zu schützen, die nichts anderes zu tun haben, als sich selbst zu rechtfertigen damit, dass sie keine Chance am Leben, ein Opfer sind der Gesellschaft und all möglicher Krisenpolitiker und Päpste. Schütze dich vor diesen Menschen, damit die nicht auf dich abfärben und aus ihrem unterbewussten Archiv in dein alles rüberkopieren wie einer Festplatte den Virus, den du dann auch hast. Kauf dir möglichst viele Bücher zum Thema Selbstvertrauen stärken, Selbstwirksamkeit, Selbstsicherheit, Selbstwert, Selbstbild. All das gilt, kannst du verändern mit diesen Techniken. Und besonders schnell geht es auch, wenn du die Coaches und Mentoren an deine Seite holst, die diesen Weg nicht nur gegangen sind, sondern dir durch richtige Fragestellen, Methoden und Prozesse dabei helfen können, dass du ihn schneller gehst. Da lade ich dich ein, wenn dir das Video gefallen hat, nicht nur Gebrauch zu machen vom kostenfreien Erstgespräch, um unsere Berater kennenzulernen, sondern auch das Video zu liken, vielleicht zu teilen und den Kanal zu abonnieren. Dann kriegst du mit Sicherheit als Erster auch die Information, wenn wir weitere solche Videos hochladen.